Ja, guten Tag an alle Teilnehmer. Mein Name ist Wolfgang Dender und ich heiße Sie im Namen von FX Flat recht herzlich willkommen zum heutigen Webinar Live Trading Non-Farm Payrolls. Die Erwartungen sind ja hoch, was die Zahlen angeht. Das Ganze wird von Kilger moderiert und bevor wir beginnen, noch die obligatorischen Risikohinweise. Ja, das Webinar dient nur zu Schulungszwecken. Sie treffen Ihre eigenen Handelsentscheidungen und bitte verstehen Sie das Webinar nicht als Handelsempfehlung. Ja, und die Meinung des Referenten muss nicht immer der von FX Flat entsprechen. Dirk, du bist soweit? Hallo? Wieder aus, mein Mikro ist schon wieder aus. Ja, das ist hier, das liegt in der OBS-Automatik. Ja. So, ich Okay. kann von mir aus, können wir starten. Dann übergebe ich mal. So, erstmal Bildschirm gucken, ob wir den halt den richtigen hier haben. So, wenn da jetzt ganz groß ist, NF-Flat, ja, ey, Sprachfehler. Du hast auch gerade irgendwie so ein bisschen gestottert, ne? Nein, nein. Nein, Nein, nein. nein. Ich habe das richtig Minimal. gesagt. Kann ich mir in der Aufzeichnung anhören? Nee. Ja, den Firmennamen, ja, bei allem anderen bin ich mir nicht so sicher gerade, ob das so richtig gewesen ist. Moment, ich muss mal hier kurz switchen noch. Ja, so, wo sind Aber du wir? kannst das gerne wiederholen, was dein Webinar Nee, betrifft. nee, 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 alles gut. Alles gut. So. Okay. Also, Tag, hallo und herzlich willkommen hier heute zum NFP Live Trading, veranstaltet von Wolle von FX Flat heute. Ja, freue mich auf jeden Fall sehr. Ist auch schon wieder ordentlich was los. Komisch, kaum bei meinem Bild da steht hier drei gegangen, vier gegangen. Ich nehme es mal nicht persönlich. Da ist ja immer so ein bisschen Fluktuation, aber es kommen auf jeden Fall mehr als gehen. Das ist natürlich erstmal gut soweit. So, also heute NFPs. Ich habe es ja gestern auch angekündigt. Ich weiß es nicht, ob auch der ein oder andere von gestern dabei gewesen, hier auch dabei ist. Ich hatte ja gestern auch nochmal hier mit Börsentage online war ja Live Trading. Und da habe ich ja auch gesagt, wer möchte, kann auch gerne heute dazukommen. Vielleicht, wenn der ein oder andere hier ist, kann er vielleicht irgendwie mal kurz ein X da in die Fragen reinstellen, dann weiß ich Bescheid. Ansonsten gibt es hier schon wieder. Ah, sehr schön. Oh, da kommt doch der ein oder andere. Das ist doch nett. Ja, cool. Das X für ein U. Nee, das du nicht, Heiko. Ja, okay, schön. Na, freut mich. Doch, ist doch nett. Nee, es war ja auch gestern auch ganz nett. Also echt mal eine andere Runde finde ich ja dann auch immer ganz schön, wenn man dann halt auch mal ein paar andere Teilnehmer dann noch hat. Also ich kannte da auch nicht jeden. Und die Kommentare. Gestern war das Allerbeste. Ich weiß nicht, Wolle, ob du es mitbekommen hast. Das war ja ist in der Gruppe, ist das ja noch beschrieben worden. So, dass musste so lachen, hat jemand ein Video dann auch gepostet. Und ich habe die ganze Zeit wohl auf den Chart geguckt, mit den Augenbrauen immer diesen da gemacht. Völlig unbewusst, hat jemand geschrieben. Ich glaube, der Dirk steuert den Stereotrader mit den Augenbrauen. Das sah echt witzig aus. Also, ich musste mich da, glaube ich, selber mal aufnehmen und das mal irgendwie beobachten. Und das war schon etwas spooky. So diverse Zuckungen da in den Augenbrauen. Auf jeden Fall, ja, witzig. Ja, so hat halt jeder so seine Macke, ne? Und deswegen lese ich ja gerade von Timo, die Augenbrauen sind wieder in Höchstform. Ja, und die Friseure, ich weiß, sie haben auf. Es konnte doch keiner wissen. Also ich meine, da müsste man ja irgendwie Nachrichten gucken und weiß ich nicht was, um das mitzubekommen. Aber ich glaube, es ist noch irgendwie. Ich war ja wirklich im allerletzten Termin am letzten Tag, von daher hält sich das noch gerade so, wobei es schon jeden Tag so ein bisschen Glücksspiel ist, ob das noch irgendwie kameratauglich dann ist oder nicht. Ja, der Marc war das. Ja, sicher, kannst du das teilen. Ist doch völlig egal. Ich kann ganz gut über mich selber lachen, glaube ich. Von daher, alles gut. So, was? Schottische Strickmuster. Ah, ja, genau. Wer hat das gesagt? Der Andreas, genau, der Andreas Bernstein war dabei. Und hat gemeint, irgendwie, wenn er meinen Chart sieht, dann erinnert ihn das immer so ein bisschen an ein schottisches Strickmuster. Ja, wobei momentan stimmt das auch wirklich.
Friseure pflegen auch die Augen. Oh, ja, es kommt so schlimm, ist jetzt auch wieder nicht. Ich sehe nicht aus wie Theo Weigel damals. Momentan ist es halt wirklich so, weil der Dow halt so viel seitwärts gelaufen ist und zeige ich ja dann auch gleich und mit dem schottischen Strickmuster. Momentan wirklich ein bisschen schwierig, da den Überblick zu behalten. Aber ich weiß ja oder ich hoffe und denke, es sind ja auch einige hier dabei, die in der Gruppe, in der Facebook-Gruppe mit dabei sind. Und wir haben ja heute Morgen da schon einen Trade gestartet, beziehungsweise ich. Nachmachen darf das ja keiner. Ich meine, dürfen tut jeder, ne? Aber ist ja halt, wie der Wolfgang auch schon gerade gesagt hat, ist ja keine Handelsempfehlung. Aber ich glaube, die Idee war erstmal ganz gut, weil es sich halt vor den NFPs zu positionieren. Ich versuche das ja oft irgendwie am Vortag, hätte das gestern Abend auch gerne gemacht. Da ging es aber nicht, aber dafür halt heute Morgen und zwar long im Dow. Und da gehe ich auch gleich mal drauf ein. Ich mache aber erstmal hier den groben Überblick über den Markt, wo wir denn da jetzt halt überhaupt stehen und wie ich auf so verrückte Ideen halt auch komme, da jetzt halt long zu gehen. Also ich hatte ja im Blog auch geschrieben, dass so generell Short ist zwar erlaubt, aber mit Vorsicht zu genießen. Warum? Also ich fange mal hier auf der rechten Seite mit dem Dow an. Und da ist es halt so, hier dieser rote Kasten, das ist das Gap, ja, was er letztens da gerissen hat. Also am Montag war das. Hier mit dem Aufwärtsgap und das hat dazu geführt, dass der Markt ordentlich nach oben geschleudert ist. Jetzt muss man ja so ein Gap natürlich in die Bewegung von einem Tag mit einrechnen. Und das heißt eben für gestern, wir haben nichts anderes gemacht, als immer noch im Montag geschlossen. Und ne, weil hier innerhalb des Gaps, also ganz klar im Montag. Und das heißt, die Sache ist auch noch nicht vorbei. Hätten wir jetzt unter dem Gap geschlossen, dann hätte ich gesagt, alles klar, komm, Short und laufen lassen. Funktioniert so, aber halt nicht. Und deswegen habe ich auch heute Morgen gesagt, beziehungsweise halt der Trade von heute Morgen war auch ganz klar ein Long Trade. Auch genau an der richtigen Stelle. Das ist wirklich sehr schön geglückt. Und er liegt auch jetzt irgendwie 200 irgendwas Punkte vorne, ist auch schon ein Teil raus. Und das Ding ist halt, das heißt nicht jetzt zwingend, dass wir hier jetzt schon wieder irgendwie da oben komplett rauflaufen oder halt auch Richtung 32.000. Möglich ist alles, ja. Aber halt, das heißt für mich, dass der Long-Spaß halt noch nicht vorbei ist. Und deswegen ist es gar nicht verkehrt, sich da jetzt erstmal in die Richtung zu begeben. Jetzt nicht mehr. Jetzt ist es für meine Begriffe wirklich zu spät. Das hätte man heute Morgen machen müssen. Wir haben es ja halt auch gemacht. Weil jetzt ist natürlich hier schwierig, weil hier ist halt viel hin und her hier in dem Bereich, wo jetzt halt das Gap ist, ne? Und da sieht man, da ist auch jetzt auch genau oben dran gelaufen. Wir haben dann hier, das habe ich auch mal dazu eingezeichnet, den SMA 50, also hier mal ganz klassisch im Daily SMA 20 und SMA 50. Ne? Da sind wir zwar drunter geschlossen. Und das heißt, das ist natürlich auch generell so institutionell betrachtet halt jetzt kein unwichtiger und uninteressanter Punkt. Kann man da in dem Bereich halt schon mal machen, finde ich. Halt die Klassiker einfach mal einzeichnen, um da halt auch so ein bisschen Orientierung halt zu kriegen. So, was jetzt halt denkbar wäre, oh, das wäre halt die Geschichte, die hat eigentlich die falsche Farbe, dass wir halt hier an dieser Stelle, das ist übrigens auch freigegeben hier im Live-Chart, auch für die ohne Lizenz, ne, dass wir halt in dem Bereich, da steht jetzt gar keine Nummer dran, das ist noch ein bisschen Baustelle hier im Live-Chart, aber bei 31.162, ne? So, und ich will halt generell rauf bis 31.135, von daher deckt sich das ganz gut. Und es wäre halt schon denkbar, dass wir einmal halt da hochrennen und uns hier halt den Kopf anstoßen und dann halt wieder zurück ins Gap laufen. Und dann kann sich dann später entscheiden, wie die ganze Geschichte heute Abend ausgehen wird. So, und daher mein Long. Wenn der jetzt aber hier drüber läuft und sich da unter oben halt auch im Daily nochmal schließt, dann kann man halt Short vergessen. Aber trotzdem würde ich hier Long auf jeden Fall auflösen, weil das ist mir definitiv ansonsten ein bisschen zu heikel. Auch wenn er hier im Daily da unten schön auf dem Cluster aufgesetzt hat, da war ich tatsächlich gestern Abend auch Long, genau am untersten Punkt, hätte aber niemals gedacht, dass der so weit rennt und habe da entsprechend dann halt auch irgendwann aufgelöst. Aber das hat man so grundsätzlich im Daily so das, was wir momentan halt haben. Und ich sage ja immer, wenn große Bewegungen kommt, vergesst irgendwie Stundenchart. Oder sonstige kleine Timeframes, wenn es irgendwie rabiat wird, packt den Daily aus. Und dann weiß man auch, wo die Reise hingeht.
Und ich glaube, was man hier auch mal festhalten kann, ich habe ja im letzten NFP-Webinar gesagt, wir werden, und zwar ohne Konjunktiv, im Sturzflug auf die 30.800 laufen. Das haben wir jetzt dann auch gestern gemacht. Dass es jetzt 4 Wochen dauern würde, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber im Endeffekt hat es halt gemacht, ne? Und halt natürlich auch mit einem ordentlichen Umweg. Hier oben über die 32.000 ist natürlich schon ein bisschen heftig gewesen. Aber im Endeffekt hat es doch zumindest mal gepasst, dass wir da halt einen ordentlichen Rücksetzer bekommen haben. Schwierig ist natürlich jetzt mit der Vorlage hier noch halt irgendwo, dass der Markt halt wirklich nochmal sauber nach oben dreht und nach oben wegrennt. Wird schwierig. An einem Tag wahrscheinlich nicht zu schaffen, also sprich heute, aber auch nicht ausgeschlossen, dass es halt eben dann nächste Woche dann halt kommt. Ich rechne, wie gesagt, eher damit, dass wir hier oben operieren, also in dem Bereich 31.160. Und dort halt auch eine Reaktion sehen werden. Wenn wir überhaupt so weit kommen, ist natürlich halt auch klar. Und dann wird man halt sehen müssen, ob das Ding nicht dann heute Abend komplett wieder nach unten wegdreht. So, jetzt haben wir 14:26. Ich gehe auch mal kurz auf den Trade an der Stelle. So, und da sehen wir halt auch, also das ist halt der Trade, ne? Heute Morgen wurde der aufgemacht. Hier unten ist der Entry in dem Bereich, ne? Also sehr genau getroffen hier unten. Und also hier in dem Rücklauf, das war eine Stop-Order bei 30.770, liegt jetzt halt irgendwie dann natürlich recht ordentlich vorne hier mit 260 Punkten. Teil ist wie gesagt raus. Und ich würde es jetzt hier auch nicht übertreiben. Ne? Also ich wäre schon ein großer Freund davon, dass wir da oben hinlaufen. 135 eigentlich. Das wäre so der Bereich. Da ist halt auch hier entsprechend nochmal Widerstand im H1. Wie der zustande kommt, werde ich aber auch gleich noch ein bisschen genauer erklären, weil im Endeffekt ist es halt alles relativ einfach einzuordnen momentan, warum der Markt hier und dort an der jeweiligen Stelle halt überhaupt reagiert. Hier so die gelben Linien, die ich hier habe, das sind eigentlich Linien aus dem Scalping, ne, die sich halt, sieht man auch hier, habe ich jetzt vorhin gar nicht mehr kontrolliert, die 924 hat sauber aufgesetzt. Und dann jetzt halt hier Angriff nochmal oben auf die 31.019 und dann mal gucken, ob wir da jetzt drüber kommen oder nicht. Ich bin jetzt hier in 2 Minuten unterwegs, an den habe ich mich wirklich so ein bisschen gewöhnt. Lass den Stop jetzt erstmal da sitzen an der Stelle. Und weil wie gesagt, da ist jetzt ohnehin, ist da halt schon die Hälfte raus. Beziehungsweise es war noch eine Pyramide sogar drin, die ist auch mit irgendwie 120 Punkten raus. Von daher kann nichts mehr passieren. Selbst wenn wir jetzt hier runterfallen und der dann hier ausgestoppt würde, so what, ne? Wobei, wenn man halt das bisschen rabiater, beziehungsweise ein bisschen gröber macht, da müssen wir ja sagen, gut, da muss man eigentlich halt schon irgendwo hier auf die Value Area da halt irgendwo bauen. Ne? Also das heißt, die Luft muss man ihm eigentlich lassen an der Stelle. Und jetzt bin ich halt mal gespannt. Das Orderbuch wird ja schon gerade sehr, sehr dünn. Ich weiß nicht, ob man das gut erkennen kann hier. Ein bisschen größer machen. Ja, sieht man, das wird gerade irgendwie ziemlich dünn. Da passiert jetzt nicht mehr viel. Die Orders lösen jetzt auf. Und das halt nur für die Anfänger, damit die halt auch mal verstehen, woher überhaupt die Zuckungen kommen bei News. Das liegt einfach daran, weil halt die Marktteilnehmer ihre Positionen erstmal auflösen. Ich kann es hier noch ein bisschen größer machen, dann sieht man es noch ein bisschen besser. Ne, das wird halt ganz, ganz dünn hier. Und hier gibt es dann nur irgendwie einen großen jetzt, der halt hier noch mit drin ist. Der Rest macht sich hier aus dem Staub. Und das heißt dann auch, sobald jetzt dann irgendwie jemand als Beispiel bei dem Volumen, was man hier sieht, kann man ja halt wirklich an der Hand zusammenzählen, was da noch übrig ist. Wenn da jetzt einer hingeht und wirft irgendwie 50 Positionen in den Markt und dann fliegt das Ding halt, ne? In welche Richtung auch immer, ne? Weil das Buch einfach dünn ist. Und das ist halt eben der Grund. Und das sind halt auch die Zuckungen, die wir halt immer haben bei News Trading. Und deswegen finde ich es halt natürlich auch immer gut, wenn man halt die Chance hat, sich vorher zu positionieren und dann halt nicht erst, wenn es soweit ist, dann halt irgendwo womöglich noch genau an der Stelle, wo der Kurs ist, dort halt irgendwo eine Order hat. Das macht halt irgendwie relativ wenig Sinn, ne? Weil, wie gesagt, sieht man ja hier, wie das auseinanderklafft, immer mehr. So, und jetzt haben wir 30 und jetzt werden wir halt sehen, was passiert. Ne? Guck's mal an das Orderbuch an, das ist leer, ne? So. Hier einmal an das Level, die VAH, hatte ich ja gesagt, da darf er hin. So, okay, hat nicht gereicht, aber der Trade ist im Plus raus. Von daher alles gut. Ja, und der kann sich jetzt hier auch nochmal fangen. Aber das sieht man ja, ne? Hier jetzt reinzukommen, ist echt
Schwierig, ne? Ich meine, kann man machen, irgendwie aber halt dann nicht mit irgendwie einem zu kleinen Stop. Vom Prinzip her hat das gepasst hier mit der VA und das ist halt dem schwachen Volumen geschuldet. Also wenn man das machen möchte, als Beispiel irgendwie, dann muss man es halt wirklich mit einer kleinen Position machen. Mach das hier mal, geh mal mit einem Fünftel da halt wieder rein und geh mal davon aus, dass wir halt schon nochmal da oben halt komplett rausballern. So, bitte nicht nachmachen, ne? Weil die Vola ist echt viel zu hoch gerade. Und von daher bei mir auch jetzt nur irgendwie Fünftel Position. Ja, den kann man natürlich dann halt auch relativ stressfrei halt skalieren. Bis zum nächsten Level sollte sich aber dann halt hier natürlich schon halten und dann halt auch gleich nochmal irgendwie hochziehen. Ne? Sonst bringt es natürlich nichts. Also, der Trade vorhin ist hier ordentlich im Plus raus mit irgendwie jetzt nochmal 130 Punkten in der letzten Auflösung und damit sind es dann halt irgendwie, ich glaube, 200, was war das vorhin gewesen? 230 plus 120, jetzt plus nochmal irgendwie 130. Da ist auf jeden Fall alles soweit so gut. So, jetzt gucken wir mal hier, ne, hier halt auch drin, ganz klassisch einfach mal SMA 20, falls sich da einer fragt, was ich dann in letzter Zeit immer drin habe. Einfach nur ganz klassische gleitende Durchschnitte. So, aber wenigstens haben wir doch mal Bewegung, das ist doch wirklich mal nett, aber interessant natürlich, ne, wie heftig hier oben das Level reagiert hat, ne, die 31.019, das ist natürlich schon ordentlich, ne. Aber lassen wir den jetzt hier erstmal machen und dann mal gucken, ob wir den nicht nochmal ganz da nach oben gezogen kriegen und dann halt dann auch weiter oben tatsächlich dann irgendwann halt den Short dann halt auch eintüten können, ne. Also hier steht zwar jetzt minus 30 Punkte, aber wie gesagt, bei einem Fünftel ist das dann halt umgerechnet gerade mal irgendwie 6 Punkte. Ne? Und wie gesagt, von der Skalierung, ich würde den halt auch skalieren. Das heißt, ich könnte jetzt hier direkt den nächsten reingeben als Beispiel. Aber ich will jetzt erstmal abwarten, ob da halt überhaupt noch was passiert oder ob wir nicht direkt nochmal runterdrücken. Aber ansonsten würde ich tatsächlich hier auf dem nächst niedrigen Level, dort würde ich dann halt mal irgendwie versuchen, nochmal irgendwo einen dazu zu geben und dann wäre ich halt mit 2 Fünftel drin und dann müssen wir halt mal sehen. Also hier haben wir natürlich den Point of Control, ist natürlich auch nicht ganz uninteressant, muss aber jetzt nicht unbedingt an der Stelle kommen. Ne? So, aber wie gesagt, deswegen halt natürlich echt wichtig, sich da zurückzuhalten mit der Positionsgröße. Wir hatten ja in letzter Zeit immer irgendwie relativ wenig Bewegung bei den NFPs, das ist ja dann heute schickerweise mal ein bisschen anders. Und natürlich erstmal gut soweit. Ne? Und so kann man halt auch, finde ich, aber auch generell, übrigens, wer war denn in den Trade mit dabei und hat auch aufgelöst? Oder ist noch jemand drin und hat einfach mal nur den Stop irgendwie ganz unten gelassen? Das natürlich, kann man natürlich auch machen, ne? Weil generell ist natürlich schon so ein bisschen gemütlicher. Dafür macht man ja auch eigentlich so einen Abstand, aber ich fand das jetzt hier trotzdem erstmal soweit okay. Ne? Ich könnte ja auch hier jetzt einfach wieder an der Stelle aufmachen. Und dann hätte ich den gleichen Trade von vorhin nochmal. Aber wie gesagt, ich will mal versuchen, hier mich nochmal langsam da halt irgendwo einzuskalieren. Mal gucken, ob das gelingt. Und wenn nicht, dann bleibt es eben bei dem Ergebnis von vorhin. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Okay, also worauf ich natürlich halt auch immer gucke, deswegen gehe ich jetzt mal kurz zurück auf den anderen Chart hier. Den lasse ich jetzt hier mal machen. Da verrutscht er erstmal nichts. Wie gesagt, insgesamt kann eh nichts mehr verrutschen, ne? Weil eben der andere Trade entsprechend ordentlich hier gepunktet hat. Deswegen, wenn man sowas mitmacht, dann sollte man es wirklich dann auch von Anfang an machen. Und nicht erst dann, wenn ich hier womöglich dann wie jetzt gerade auf den Knopf drücke und dann halt versuche, nochmal halt irgendwo das ganze Ding mit da hochzukriegen. So, genau, wo bin ich? Hier. So. Im Daily halt. Ne? So, jetzt kommt das Schottenrockmuster. Das, hoppla, was ist das denn? Was wirklich momentan so aussieht. Moment, ich gehe mal nämlich hier auf den H1, damit man da ein bisschen mehr Überblick hat. So, jetzt kommt das Schottenrock. Das sieht momentan, das ist natürlich der Vola geschuldet. Ne? Das ist natürlich momentan ziemlich unaufgeräumt alles, das ist ja klar. Ne? Also hier unten sieht man auch der grüne Pfeil. Ich gucke mal, ob ich meinen Kopf davor habe. Da war der Long Entry, ne? Da wunderschön halt hochgelaufen, ne? Und man sieht ja auch, reagiert ja halt jetzt auch wieder entsprechend
Und könnte gut sein, dass ich jetzt halt dann zwar nur noch irgendwie mit einem Fünftel drin war, ist egal. Aber generell, ich glaube schon, dass wir da halt nochmal eine Reaktion kriegen und wir da hoch dann auch rauslaufen. Und hier ist entsprechend auch die 135, wo ich halt auch eigentlich hin will. Mal gucken. Hier, der müsste ja eigentlich gerade schon wieder vorne liegen. Wo ist er? Ja, ne? Da läuft er doch. Und von daher alles gut. Umswitchen. Ja, hier ist auch das Gap eingezeichnet. Also das sieht jetzt wirklich, sorry dafür, ne? Also wobei ich kann ja nichts dafür, wenn der Markt irgendwie halt 30 Tage da halt irgendwie auf der Stelle tritt und dann kommt halt leider nicht unbedingt wenig dazu. Und deswegen, aber muss auch normale Umstände dann halt sehen. Ein normaler Tag sieht halt so aus, ne? So, das heißt, das sind dann die Abstände, die wir halt haben. Und da ist das alles gar nicht mehr so schlimm. Dann hat man halt irgendwie alle 100 Punkte mal irgendwie eine Marke. Aber wenn natürlich so eine Wohle haben wie jetzt gerade, dann ist natürlich echt, das ist heftig. Klar. Und deswegen sieht das dann jetzt erstmal ein bisschen wüst aus, weil natürlich halt die Wohle entsprechend hoch ist. So, also den lasse ich jetzt mal in Ruhe. Wenn er der Meinung ist, er muss unten noch dippen, fein. Dann würde ich halt noch eine Position mit reingeben, weil was man jetzt zumindest halt hier jetzt auch schon sieht, ist, ne, ist auch wenn er mal kurz runterzuckt, aber es drückt eben nicht nach unten, sondern es zieht halt immer wieder nach oben. Und deswegen habe ich auch vorhin hier das Feld hier, die Unterseite nochmal auch noch grün gemacht. Ich kann das hier auch noch gerade für die anderen auch noch mit freigeben, weil ich halt wusste, in Anführungszeichen, da kriegen wir Support. Ne, also hier an der 30.000, 98, irgendwas, also auf der Unterseite, nicht die Unterseite von Gap, sondern hier, das ist ein Cluster, was sich da vorher gebildet hat. Und deswegen habe ich das halt vor einer Stunde auch schon hier grün eingezeichnet, ne? Weil da bin ich schon von ausgegangen. Das heißt natürlich dann halt auch, wie man ja da sieht, ich komme auch nicht ganz unvorbereitet dann natürlich auf solche Ideen, wie jetzt eben gerade mal Long aufzumachen, nach dem Motto, ja, da ist die VA, das könnte passen. Nee, das hängt natürlich dann auch damit logischerweise zusammen, ne, weil ich ja natürlich halt auch das Bild im Kopf habe und natürlich auch weiß, was ich da vorher eingezeichnet habe. Eine VA alleine würde mir jetzt nicht reichen, genauso wie ein Point of Control. Ich brauche halt schon das Zusammenspiel von ein paar Faktoren, damit halt so eine, oder damit ich so eine Geschichte halt auch guten Gewissens eingehen kann. Weil der Vorteil ist ja natürlich, also zumindest mal von dem Ansatz, wie ich ihn halt mache. Das sind ja Triggerlinien. Trigger heißt, dass ich halt einfach eine statistische Verlässlichkeit habe, wie jetzt zum Beispiel hier. Ne, wenn ich halt eine Stundenkerze über so einem Level geschlossen habe, dann weiß ich halt, dass in aller Regel, und die gilt wirklich, würde mal behaupten, 80, 90% der Fälle, dann kriege ich beim nächsten Kontakt dort auch entsprechend Unterstützung. Ne, und der fällt dann halt nicht durch. Und das ist natürlich schon so eine ordentliche. Oder ganz, ganz nett halt dann auch zu machen, halt einfach, ne, mit einer gewissen Sicherheit, die man dann auch hat. Und das macht natürlich das Leben so ein bisschen entspannter. So, als nächstes werden wir jetzt hier wahrscheinlich oben einmal die Kerze nach grün färben. Und dann werden wir hier an die 31.027 dann stoßen. Dort ist in der Vergangenheit viel Volumen gewesen. Also deswegen halt bei mir orange. Orange heißt immer, da war Volumen. Und ob es dann da so durchgeht, wird man sehen. Oder ob es dort nicht auch nochmal reagiert und wir dann halt die Reise nach oben dann erst nachher mit der Kassaeröffnung dann halt fertig machen. Das heißt, ich würde dann, wenn wir jetzt halt gleich die Kerze hier nach grün drehen, was ja so ein bisschen danach aussieht, dass das gleich passieren würde, dann muss man gucken, dass man da oben halt direkt erstmal den Trail dran hängt und dann wahrscheinlich erstmal dann halt auch rausgeht. Ne? Auch wenn es jetzt nur ein Fünftel ist, ist es aber völlig in Ordnung. So, ich gehe nochmal kurz auf den Trade hier zurück. So, ne? Also, so sieht die ganze Geschichte dann jetzt hier aus. Liegt also jetzt 50 Punkte vorne. Ja, so kann sich das Blatt dann eben auch schnell wenden. Wichtig ist immer nur, dass man halt den Überblick behält über das, was man da tut. Und das würde dann heißen, ich gehe halt hier an der Stelle, ja, wenn wir da oben rauslaufen. Und dort würde ich dann halt auch den Trail anwerfen und ich mache den hier mal ein bisschen großzügig mit 10 Punkte Abstand. Einfach den TA6. TA6 heißt, ich bilde einen Trail auf den Durchschnitt von 6 Ticks. Ja. Und das heißt,
der Trail folgt dann nicht jeder Zuckung vom Markt, sondern entsprechend halt hängt sich an den Durchschnitt dran und das wird so ein bisschen geschmeidiger dann halt. Ne? Jetzt könnte man natürlich auch hier direkt nochmal eine Position reingeben, aber ich will ja hier kein Scalping veranstalten, von daher denke ich mal jetzt hier auch zu Vorführzwecken wird es so auch reichen. Und das ist erstmal okay. Ne? Also das heißt, wir kriegen jetzt höchstwahrscheinlich halt den Schuss da oben raus oder im Plop, wie der Heiko sagen würde, der hier auch mit dabei ist. Der wird jetzt wohl kommen und da muss man halt mal gucken, einfach wie weit der geht und deswegen halt auch oben mitunter dann halt der Trail. So, gleich mal gucken, wie das Ganze hier dann aussieht. So, 75, 80 Punkte vorne. So, mal gespannt, ob wir hier ein bisschen netten Vorführeffekt kriegen, auch von dem Trailing Stop, der wirklich für Scalpen halt echt für meine Begriffe auch der beste ist und weil er sich halt immer recht gut an den Kurs dann dranhängt. So, da sind wir jetzt ziemlich genau dran gestoßen. So, jetzt kommt er. Mal gucken, ob er ein bisschen was nachschiebt oder ob wir direkt bremsen. Wenn wir nachschieben, kommen wir relativ weit damit durch. Ja, guck mal, wunderbar. Schön, wie der mitläuft. Ja, und wie gesagt, sieht man ja hier auch jetzt wirklich nett, wird halt nicht mit dem ersten Rücklauf dann halt ausgestoppt, sondern klemmt sich einfach da hinten dran. Ja, sogar an der Zuckung noch sind wir immer noch drin. Viel besser als irgendwie Entscheidungen halt manuell von Hand zu Fuß zu treffen. Jetzt krabbeln wir oben aus dem Bildschirm raus. Zack und raus. Ne? So, ist doch nett. Das ist doch nett, ist doch wunderbar aufgegangen, die Geschichte. So, voilà. So, weiter weiß ich nicht. Ich sehe jetzt halt hier erstmal, beziehungsweise, das heißt, weiter weiß ich nicht. Ich kann natürlich nicht wissen, ob der jetzt halt hier weiterläuft oder nicht. Ja, da geht noch ein Stück. Ich würde jetzt halt nur, da oben liegt sie auch schon, halbe Position an der 135. Die würde ich mir jetzt da oben short eintüten. Und ist aber auch Bestandteil noch ganz klar von dem eigentlichen Trade. Ja, das heißt, ich habe halt ja auch gesagt, ich will rauf auf die 135. Dort gehe ich auch mit einem Stop. Der ist hier natürlich jetzt erstmal falsch. Von erstmal 100 Punkten versuche ich mir den dann halt hier oben dann halt zusammenzubauen. Ja, so, das heißt, auch wenn der jetzt halt hier ein Stück weit überlaufen wird, ich habe natürlich jetzt hier sehe ich gerade den LPO nicht angepasst. Das kann ich nochmal machen. Moment. Oh, vielleicht erstmal ein Drittel. So. So, LPO ist 5, das heißt, ich brauche einen Rücklauf von 5 Punkten, um überhaupt gefilzt zu werden. So, der ist drin. Also jetzt erstmal auch nur ein Drittel. Erstmal punktgenau hier auch abgeholt, die Geschichte. Und jetzt muss man halt mal sehen. Ja, das wäre jetzt allerdings so eine Geschichte, so eine Position, die sehe ich halt bis heute Abend. Ne? Also das ist jetzt nicht unbedingt was halt hier rein im Live-Trading halt irgendwie aufgehen muss, sondern bis heute Abend. Also wenn ich jetzt natürlich hier eine Reaktion kriege, die nochmal komplett bis hier runterläuft, dann löse ich den erstmal auf. Dann hole ich mir den nachher halt nochmal. Das ist dann okay. Aber ansonsten würde ich halt hier schon versuchen, eine Position zusammenbauen, die entsprechend bis heute Abend hält und die man dann auch auflösen kann. So, aber auch im Scalping sieht man hier auch wieder, Stop sogar aus, kann man ja mal einschalten. Aber bei 100 Punkten ist es natürlich jetzt nicht so wild. Aber auch, ne, sieht man hier genau getroffen, für Scalping wären es halt nochmal irgendwie 21 Punkte an der Stelle. Und von daher, nice. So, und ihr schreibt auch gerade, der Lutz, die Zahlen waren super gut. Ja. Das unterstützt das Ganze ja auch nochmal ein bisschen. Ne? Und das ist auch das, was ich halt auch natürlich immer sage, so, mir persönlich sind die Zahlen halt total egal, ne? Weil irgendwie, man kann irgendwie nicht davon ausgehen, dass halt irgendwie nach der Logik funktioniert, nach dem Motto, kommen gute Zahlen, dann steigt der Markt, kommen schlechte Zahlen, dann fällt der Markt. Ne? Das hat noch nie funktioniert, es wird auch nicht funktionieren. Aber im Endeffekt brauchen wir halt die News, um dann Bewegungen, wie sie jetzt hier gerade laufen, um dann halt entsprechend das zu vervollständigen. Ja. Genau, Lutz schreibt jetzt hier auch gerade noch, wir hatten einen ganzen Long, ja, ich meine, ne,
Ich glaube, wir können uns hier über Long gerade auch nicht beschweren, weil irgendwie das waren gerade auch nochmal irgendwie über 100 Punkte. Dann heute Morgen, alles in allem waren es ja auch schon irgendwie 400 Punkte. So, was soll da hier noch verrutschen? Ne? Deswegen habe ich ja auch gesagt, wenn man halt irgendwie sowas mitverfolgen will, so ein Trade, dann muss man es auch ganz machen. Ne? Weil ich kann heute hier, wenn ich mich jetzt nicht komplett blöd anstelle, unmöglich noch irgendwas verhauen. Geht ja gar nicht. Ne? Weil ich bin jetzt hier mit einem Drittel drin und habe insgesamt, liege ich, keine Ahnung, 400 Punkte vorne. Was soll da passieren? Ne? Und wie gesagt, ohnehin baue ich mir die halt zusammen und wird dann halt eher nachher mit dem, jetzt sind wir auch hier bei der 162, die ich gerade gezeigt habe, ne? Sind wir gerade so ein bisschen drüber. Das passt perfekt. Und wenn man jetzt hier auch nur skypen wollte, ja, da kommen so ein paar nette Bezeichnungen. Da muss ich drüber mit meinem Stop sogar. Und hier, erstes ATH, das haben die ganze Zeit verteidigt, bis zum geht nicht mehr. Was wir aber hier jetzt auch schon sehen, ist an der 162, wo ich ja gerade gesagt habe, das ist ein Daily der Punkt, da sehen wir auch schon wieder Reaktionen. Ne? Von daher, alles fein. Ich würde dann halt hier eher an der Stelle und da halt nochmal irgendwie zwei dazugeben, falls er halt irgendwie drüber springt, heißt es für mich aber noch längst nicht, dass wir da halt oben rausrennen. So, von daher bin ich da absolut tiefenentspannt. Gut, also, wer hat den Trade mitgemacht vorhin? Den Long oder auch hier den knappen Short? Kann ich einmal auch mal kurz nochmal ein X hier reingeben. Bin noch drin. Lutz, todesmutig. Okay. Du warst dabei, Lutz, von 770 an. Ja, schön. Ich lese hier die Kommentare. Das freut mich natürlich echt. Immer, also gerade dann halt, wenn wir heute, ja krass, sind ja einige und Drittel noch drin, ja cool. Das ist natürlich halt dann auch Premium, ne? Ich meine, wenn, weil ich mache mir natürlich auch immer Gedanken drüber, so was kann ich für einen Trade halt irgendwo posten, guten Gewissens, ohne da irgendwie ins Verderben zu reiten. Und ist natürlich dann auch schön, also. Wenn man blind nachhandelt, ohne zu verstehen, was passiert, schwierig, kann man machen, ja, dann muss man aber halt wirklich alle geposteten Trades immer machen, damit man auch weiß, okay, das ist, geht im Schnitt halt auf, ne? Aber ansonsten, wenn man das mal macht, kann es halt eben halt auch dann daneben gehen und dann kriegt man natürlich irgendwie ein falsches Bild von dem Gesamtergebnis. So, ja, es sind aber auf jeden Fall einige, die halt hier mitgegangen sind. Das ist ja echt richtig gut. Alle fett gepunktet. Fein. So soll es sein. So, also ich gucke mal nochmal hier, gehen wir zurück. Ich lasse den jetzt hier erstmal drin. Ne? Wie gesagt, die muss jetzt nicht mehr aufgehen. Ne? Ist jetzt hier fürs Webinar nicht mehr wichtig. Ist für mich, hatte ich ja auch, weiß nicht, ob ich es geschrieben habe, ja auch, ne? Das ist eigentlich für mich die Short-Finanzierung war halt der Long. Und selbst wenn der jetzt halt hier nicht aufgeht, meine Güte, dann fehlt halt ein kleines Stück vom Long und ist auch fein. Ne? So, aber allein vorhin der, den ich ja hier gemacht habe, da unten der Long, der ist ja auch schon wunderbar aufgegangen. Also von daher alles schön. So, da gehe ich mal zurück auf das Bild. Moment, ich habe hier so viele Server, ich muss mal gucken, wo ich klicke. Das ist echt. Teilweise ganz schön heftig. Also, ordentlich, ne? Das nennt man doch mal eine Kerze. Da kann, also heftig, 850 bis 160. Nicht schlecht. Das sind mal schlappe 300 Punkte. Das nenne ich doch mal Bewegung. So kann es gehen. So soll es auch sein. Ich würde mal ganz kurz noch was zeigen. Also, hier sieht man es halt auch, ne? Der ist halt hier, ach, das ist auch der 50er, das ist hier durch Zufall drin. Aber das ist okay. Also hier diese Zone, da hatte ich halt auch rot. Ne? Die Stunde ist auch noch nicht vorbei. Muss man halt auch klar sagen. Wir haben noch 10 Minuten, der kann schon noch nach unten reagieren. Ansonsten darf er hier bis in den nächsten Widerstandsbereich und darf dann dort reagieren. So, daneben wird jetzt der Short erst gehen, wenn wir jetzt wirklich am Stück da oben rauslaufen sollten. Ne? Dann ist natürlich dann grenzwertig. So, aber glaube ich erstmal nicht dran. Was ich halt mal noch zeigen wollte, war. Genau, erstmal eine Geschichte hier im DAX. Das kann man wegmachen.
Und zwar, da haben ja irgendwie einige, wann war das dann jetzt, irgendwie vorgestern, so drauf gebaut, dass wir da halt oben ein neues ATH machen. Das habe ich schon sehr mit Argwohn beäugt, die ganze Geschichte, und hatte da so meine Zweifel dran, dass das gelingt. Nicht so generell, weil ich nicht dran glaube, dass der DAX überhaupt großartig irgendwie long laufen kann. Sieht ja, wir hängen jetzt 2 Monate, operieren wir jetzt an der 14.000 rum. 2 Monate. Nicht irgendwie 2 Wochen, 2 Monate. Und das heißt, DAX und irgendwie neue Tausender Marken, das war immer schon ein Problem. Das war auch mit der 13.000 genau das gleiche in Grün. Und zwar folgender Ansatz, mal ganz simpel. Wir haben hier, das war der letzte Freitag. Das war auch im DAX ein bärisches Engulfing. Ne? Das heißt, wir haben hier einen Außenstab hängen. Und was fast nie funktioniert, ist aus einem Außenstab einfach nach oben rauslaufen. Das ist mal so ganz simpel betrachtet schon ein Grund, warum das nicht funktionieren konnte oder die Wahrscheinlichkeit sehr gering war. Geht man jetzt mal hin, packt da mal ganz schlicht ein paar Fibos drauf, dann sieht man auch, was er gemacht hat. Genau die 38,2 von dem Außenstab. Mehr war es nicht. Und da war dann halt zufällig dann auch das alte ATH. Und was macht er? Läuft zurück in den Außenstab. Von daher ist total simpel. Erstmal das eine. Und das heißt jetzt dann auch, wenn die Geschichte hier sich nicht behaupten kann, wenn er es jetzt nicht schafft, da oben rauszubrechen, dann werden wir die Geschichte wahrscheinlich auch nach unten dann halt stemmen. Davon gehe ich ohnehin aus. Deswegen bin ich ja auch jetzt erstmal hier short gepolt, auch im Dow. Und das würde bedeuten, wenn man genau einfach mal bei den Fibos bleibt, dann kommen wir mit der 161er Fibo, also die Extension von dem Außenstab, landen wir genau im Corona Gap. Und das ist halt genau der Punkt, wo ich halt überhaupt auch schon die ganze Zeit sage, da müssen wir eigentlich mal wieder hin. Ja, das heißt, das war das Abwärtsgap, was entstanden ist, bevor der Corona-Crash da halt losging. So, und der hängt hier so mit dem Support so ein bisschen in der Luft. Und von daher fände ich das halt auch wesentlich plausibler, wenn man einmal hier zumindest diese angefangene Bewegung im Daily, die wir da halt haben, diese angefangene Bewegung, die ist nicht fertig. Versucht die hier nur irgendwie auszuhebeln. Wenn wir die einmal erstmal fertig machen nach unten und dann können wir nochmal drüber reden, ob wir auf der Oberseite angreifen. Ja, und muss mal sehen, ob das dann halt hier hält. Ist ja auch nicht umsonst hier in grün eingezeichnet. Das heißt, ich gehe schon davon aus, dass wir dort Support kriegen werden. Aber so hier oben raus eher unwahrscheinlich. Ja, und das ist halt auch mit so einem Grund, warum ich da halt auch gesagt habe, glaube ich irgendwie nicht dran. Also von wegen DAX hier neues ATH mal eben so. Okay, so was? Okay, ich gucke hier die Kommentare gerade so ein bisschen. Was macht denn hier der Short? Ja, klemmt so ein bisschen da, ist aber alles fein. So, von mir aus kann der ruhig da oben hin. Das ist völlig in Ordnung. Wir haben nur 7 Minuten, bis die Stunde fertig ist. Sieht aber eher so ein bisschen aus, als würden wir gleich mal eine Runde nach unten zucken. Mal kurz hier einen Blick drauf werfen auf den Trade. Ja, ne, war sogar schon ein Plus wieder. Und mal gucken, wie das hier ausgeht. Beziehungsweise nochmal, es muss nicht in diesem Webinar ausgehen, außer er brettert jetzt wirklich halt darunter, dann würde ich da unten erstmal auflösen und würde den dann nachher zur Kasseeröffnung dann halt versuchen, nochmal dann halt einzutüten. Weil wir haben im DAU generell das gleiche im Bild. Ja, wir haben natürlich, also allein das, was wir gestern hier gezaubert haben, ist natürlich schon arg. Das ist. Ne, sowas passiert nicht im gesunden Longmarkt. Das ist halt auch klar, dass wir da halt eben 2 Stunden mal 900 Punkte in die Tiefe rauschen, sondern das ist eher die Konsequenz davon, dass wir halt eigentlich Short am Freitag getriggert haben, auch wenn er sich am Montag kurz verirrt hat. Aber um das halt auch mal zu zeigen, hier nochmal im Tageschart, ja, das lasse mich doch dahin. Um das halt auch nochmal ein bisschen genauer zu zeigen. Also generell sind wir jetzt genau hier, wo ich vorhin halt auch geschrieben habe, da will ich eigentlich, sag mal, wo ich dann vorhin gesagt habe, da will ich hin. Hier der rote Bereich, ich habe die vorhin ja noch rot gefärbt und siehe da, genau dort haben wir jetzt dann auch die Reaktion. Und deswegen sage ich halt, ich kann es echt nur wiederholen, wenn wir halt irgendwie solche Bewegungen haben wie jetzt, packt den Daily aus. Vergesst irgendwie halt kleinere Timeframes, funktioniert nicht. Man wird keine Orientierung finden. Man wird dann halt nur rumstochern und nicht wissen, was halt wirklich los ist.
Und der Grund hier ist ja halt auch einfach der, das war halt hier erstens mal halt sauberer Widerstand. Ne? Also die Linie gibt es auch schon, seit wir hier mal gewesen sind. Wir sind da drüber ausgebrochen, haben hier drauf aufgesetzt. Er hat sich hier mehrfach dran abgestützt und hat von dort aus auch, glaube ich, die 32.000 letzten Endes erreicht. Ne? Genau, sieht man hier jetzt. Von da ging es hoch zur 32.000 irgendwas. Dann kam der besagte Freitag, das war die lange Geschichte hier runter. Das war eigentlich ein Short-Trigger, ist auch fortgesetzt worden, hat diesen Support entsprechend unterspült. Und dann kam der etwas verwirrende Montag, der hier ein bisschen zu hoch geschlossen hat. Und da hatte ich noch gesagt, oh, was ist das denn? Ne? Absolutes Chaos. Und weil ne, nach einem bärischen Engulfing kommt nicht direkt ein bullisches Engulfing. Das ist schon ein bisschen spooky. So, und dann haben wir aber halt dann vorgestern hat hier nochmal, ich kann das auch versuchen, mal hier irgendwie zu zeigen. Ja, mit Linienzeichen stehe ich hier auf Kriegsfuß. Ich mache das ruhig mal ein bisschen größer, damit man es ein bisschen besser versteht, auch hier. So, das war dann der Schlusskurs von Mittwoch. Ja. Und da sieht man halt deutlich, dass er halt nochmal in dieser Abwärtsbewegung dann geschlossen hat. Und da hatte ich auch geschrieben, eigentlich ein Zeichen dafür, dass wir halt, dass das hier ein Fehlausbruch war, weil wir halt auch nochmal dann deutlich da drin geschlossen haben und auch nochmal unter vor allen Dingen diesem Ausbruch. Ich hoffe, man versteht, was ich meine. Ja, dieser Ausbruch. Der ist ja halt hier verkauft worden. So, da haben wir drunter geschlossen am Freitag, fortgesetzt. Und dann kam der Montag, der hat zu hoch geschlossen. Der Dienstag immer noch zu hoch. Und deswegen der Mittwoch, weil der dann auch nochmal drunter geschlossen hat unter diesem Ausbruch. Und da habe ich dann gesagt, die Chance ist recht groß, dass wir es jetzt dann auch fortsetzen, dass hier nur ein Fehlausbruch war. So, und ich gehe mal davon aus, dabei bleibt es auch. Ne, das heißt, dass wir halt in dieser Abwärtsbewegung erstmal bleiben. Und dann halt auch nochmal Reaktion nach unten kriegen. Und Problem heute ist halt eben nur, das hatte ich ja vorhin ja auch gesagt, dass wir halt hier nochmal in diesem merkwürdigen Ausbruch vom Montag gestartet sind und deswegen das noch nicht vom Tisch ist. Und das heißt, um es sauber fortzusetzen, werden wir einen Schlusskurs unterhalb von diesem Gap brauchen. Und ich gehe jede Wette ein, wenn wir das nachher nochmal sehen sollten, wovon ich generell auch mal ausgehe, will ich jetzt nicht drauf wetten, ja, ich sage nur, wenn wir es sehen sollten, dann werden wir hier auch ordentlich hin und her laufen. Ne? Also wenn wir da erstmal sind, dann geht es weder drüber noch drunter, sondern dann wird dort ein ziemliches Gezerre wird es dort an der Stelle geben. Sehr, sehr, sehr wahrscheinlich. Weil nämlich einfach, wie gesagt, aus dem Grund, um diese Bewegung endgültig auszuheben, brauchen wir einen Schlusskurs unter dem Gap. Und wenn das gelingt, wenn wir heute hier irgendwo drunter schließen, also unter 30.900 jetzt mal grob. Also eigentlich ist es die 896. Also besser dann halt unter 896 schließen. Und dann kriegen wir auch einen Abwärtsgap höchstwahrscheinlich dann halt zum Montag und testen dann halt nächste Woche nochmal diesen Support. So, deswegen halt hier auch mein Ansatz für Short. Egal wie gut jetzt die Zahlen sind. Und das können wir auch nächste Woche noch kaufen, die guten Zahlen. Ne? So muss man es halt auch immer mal sehen, weil das wäre ja sonst auch ein bisschen zu einfach. Nach dem Motto, gute Zahlen, dann geht's rauf, schlechte Zahlen geht's runter. Das klappt ja nicht. Man kann auch gute Zahlen noch nächste Woche kaufen. Dann, wenn es billiger ist, hat man dann auch nochmal einen Grund mehr. Und ich würde halt am liebsten gerne mal halt hier in diesem Bereich nochmal, also einmal unter die 30.000, also hier ist es 29.900 irgendwas. Ja. Mal gucken, 29.900. Ne? Da würde ich gerne nochmal irgendwie drauf gucken und dann können wir sehen, ob wir die ganze Geschichte nochmal long gedreht kriegen. Weil passiert wäre ja dann nichts. Also wenn man sich das mal im Daily anguckt, was wäre so schlimm daran, hier mal kurz aufzusetzen? Daher halt hier auch mal so eine Diagonale, die man bei mir ja recht selten findet. Aber da sieht man halt schon so eine gewisse Tendenz. Ne? Und wenn wir da halt nochmal drauf uns irgendwo abstützen, würde das sogar perfekt da reinpassen. Und da wäre halt insgesamt nichts passiert, weil das sind die tragenden Lows, die wir halt hier haben. Einmal, zweimal. Das hier ist so ein bisschen, das von gestern halt so ein bisschen knapp, hängt so ein bisschen arg weit in der Luft. Und da kann man schon irgendwie auch nochmal eine Ecke tiefer dann halt gucken. Daher, also um das jetzt halt dann auch entsprechend erklärt zu haben,
nochmal meinen Ansatz für Short, aber eben bis heute Abend, weil ich halt echt gucken will, ob wir es nicht schaffen, darunter zu schließen, weil wenn, dann würde ich den auch übers Wochenende drin lassen und dann höchstwahrscheinlich dann am Montag auch im Plus starten und hätte dann erstmal Ruhe, bis wir da halt das Low dann halt hier rausgenommen haben von gestern. Und das ist dann natürlich so ein bisschen entspannter. Was malt denn wir denn hier die ganze Zeit? So. Gut. So, was macht der Trade? Mal rüber gucken. Oh, hängt 10 Punkte im Minus oder so, ne? Moment. Ja. Also klebt da schön drauf, wie man sieht. Da rennt auch nichts so ohne weiteres davon. Aber hier gucken rein nach dem Trigger. Ist es jetzt auch so, wir haben nicht über der 135 geschlossen, sondern drunter. Und das heißt, nach dem Handelsansatz, dass wir halt auch die nächste Stunde wahrscheinlich dann was trinken, wieder drunter schließen werden. So, das heißt jetzt nicht, dass die Punkt genau halten muss. Sekunde. Sondern das heißt nur, dass er halt höchstwahrscheinlich, selbst wenn wir ein neues Hoch machen, nicht über den nächsten schließen kann. Und passt ja auch zum Kassamarkt. Das heißt, wir können einmal hier ein kurzes neues Hoch machen. Von mir aus auch bis an die 218. Muss jetzt nicht sein. Oder 240. Und laufen dann nachher halt mit der Kassaöffnung erstmal runter. Und dann zwar höchstwahrscheinlich hier erstmal genau auf die 31.019. Da, wo der letzte Widerstand war. Weil, ne, so läuft es ja generell. Durchlaufen durch den Widerstand, einfach weiterlaufen, ist nicht. Egal in welchem Timeframe, es kommt zurück. Und daher kam ja auch übrigens die 30.800, wo ich ja dann auch gesagt habe, die wird kommen. Nicht wahrscheinlich, sondern die wird. Und manchmal kann man sich schon so ein bisschen aus dem Fenster lehnen. Und weil das halt sehr, sehr ungewöhnlich wäre. Und genauso ist es hier halt auch. Ne? Das wäre jetzt sehr, sehr, sehr ungewöhnlich, wenn wir jetzt einfach dann nach oben weiterlaufen und hier nichts mehr abholen. Also das wird dann halt in irgendeiner Form in einem rabiaten Dip dann halt im Laufe des Tages dann halt passieren. Gut, so. Dreiviertelstunde um. NFPs machen wir in letzter Zeit immer gerne so ein bisschen kurz und knackig. Und ich glaube, das ist ja diesmal auch gelungen insgesamt, beziehungsweise inklusive von auch einem ordentlichen Trade, einem Live-Trade, der auch hier noch im Webinar aufgemacht werden konnte. Ich glaube, da braucht man sich auch irgendwie jetzt nicht zu verstecken. Und ob der hier aufgeht, werden wir mal sehen. Ne? Wäre natürlich dann halt Premium. Ne? Also wenn der dann auch noch aufgeht und wir dann heute Abend da halt, wie beschrieben, unter 30.900 dann halt liegen, dann wird es natürlich nett. Ne? Weil was man jetzt hier auch nicht vergessen darf, ist, was wir jetzt halt hier gerade haben, ne? Das ist nur der Future. Ne? Hier ist noch kein Aktienmarkt mit dabei. Und das heißt, von daher ist jetzt hier auch erstmal ganz billig, ne? Wie das Ding halt steigen kann. Kostet nicht viel, kann man so machen. Und von daher auch für meine Begriffe mit ein Indiz dafür, warum es wahrscheinlich nachher um 15:30 Uhr dann erstmal eins auf den Deckel gibt. Gut, ne? Also nochmal hier, für die vielleicht später eingeschaltet haben, das ist eine Drittelposition. Wir waren long bis irgendwo hier in dem Feld. Und von daher ist da soweit alles im grünen Bereich, weil nämlich irgendwo 400 Punkte oder sowas halt in der Tasche sind. So, und hier ist jetzt halt, ne, der Short ist finanziert. Natürlich soll es jetzt nicht so sein, dass da halt nachher gar nichts mehr rauskommt, ist halt auch klar. Aber halt, wenn er nicht aufgeht, ist es natürlich halt wesentlich leichter zu verschmerzen, weil dann immer noch irgendwo, keine Ahnung, 300 Punkte realisiert, dann halt im Topf verbleiben, egal was da jetzt halt passiert. Ne? Alright. So. Super viel los heute, oder Wolfgang? Echt gut. Also ich kann mich an fast kein Webinar erinnern, wo so viel los war, ne? Ja, ne? Krass. Muss man ganz ehrlich sagen. Ja, also echt heftig. Das Finde ist ich klasse. richtig. Ja, Wir leben ey, echt. davon. Wir leben davon, wenn viel los ist. Wir leben davon, wenn viel los ist. Bitte? Ja, klar. Nein, finde ich echt gut.
Schön, es sind auch echt, also ich meine, es geht immer so ein paar Mal zwischendurch, das ist ja halt auch okay. Dem einen oder anderen gefällt es halt vielleicht nicht oder kann halt nichts damit anfangen, der eine oder andere muss halt einfach weg. Völlig in Ordnung, aber daran sehen wir es natürlich immer schon so ein bisschen. Und es ist halt wirklich extrem viel los heute. Also danke, sage ich an der Stelle an euch alle fürs dabei sein. Ich habe ja auch gesehen, es konnten echt viele hier dann auch was mitnehmen. Das ist natürlich super. Und wer halt irgendwie dann auch, also es gelingt ja nicht immer, muss man halt auch fairerweise dazu sagen, vor den NFPs so einen netten Trade wie heute dann halt auch zu starten. Aber wer das halt nachvollziehen möchte, Traders Club, Stereo Trader, die Facebook-Gruppe, der kann natürlich gerne dazukommen. Ich habe es ja in allen Details heute Morgen gepostet, wo der Entry, wo der Stop, wo pyramidisieren, es ist komplett aufgegangen, außer halt, wie gesagt, vorhin ausgestoppt worden. Ist aber ja nicht schlimm, weil ich ja den Long ja auch nochmal eingetütet habe, beziehungsweise dann nochmal, wenn auch nur irgendwie nur noch ein Fünftel. Vorher war halt noch die Hälfte drin. Okay, ne? So, aber selbst wenn man auch nur den dann gemacht hat, war ja auch echt nett. Und da kann man natürlich dann auch irgendwie, das gibt dann auch, wenn man bei so einer Vorlage so ein bisschen Puffer, ne? Dann, wenn irgendwie vielleicht auch nochmal im nächsten Live-Trading dann halt vielleicht nicht funktioniert, kann ja sein, aber halt mit dem Punktevorsprung, da verreißt man so schnell natürlich auch nichts mehr. So, also nochmal dann Dankeschön an der Stelle fürs Dabeisein. Hat Spaß gemacht und auch mit dem Markt echt nett. Und das letzte Wort hat der Wolfgang. Wir sehen uns, haben wir nächste Woche wieder Dienstag Live-Trading? Kann sein, oder? Ich Dienstag weiß es gerade Live-Trading, nicht. ja. Das ist Ja. richtig. Richtig. Ja, Dienstagmorgen nächstes Live-Trading-Webinar um 8:45 Uhr. Wer dabei sein möchte, auch sehr, sehr gerne. Gut, also, Dankeschön. Letzte Worte hat der Wolfgang. Ich sage schon mal Tschüss, schönes Wochenende. Die Sonne scheint, macht was draus. Und ich freue mich auf jeden Fall auf Dienstag. So, jetzt bleibt alles schön da, bis der Wolfgang Tschüss gesagt hat. Sonst ist das echt unhöflich. Tschüss. Ja, genau, kurz und Nein, knackig. nein, vielen Dank an alle Teilnehmer und ich freue mich natürlich sehr, dass so viele erfolgreiche Trades gemacht worden sind und ja, wünsche allen ein schönes Wochenende und vor allen Dingen bleiben Sie gesund. Dankeschön.